zum König der Juden erheben. Dafür lassen ihn die Römer ans Kreuz schlagen. Damals die grausamste und schändlichste Strafe. Der Verurteilte stirbt unerwartet schnell. Um den Tod festzustellen, stößt der römische Hauptmann Longinus seine Lanze in die Seite des Gekreuzigten. Denn auf Wunsch der Juden soll der Leichnam noch vor Beginn des Sabbat beigesetzt werden. Seine Anhänger nehmen Jesus vom Kreuz ab, bringen ihn in ein neu errichtetes Grab und schieben einen großen Rollstein davor. Zwei Tage später machen sich Maria, Salome und Maria Magdalena auf, um den Toten zu salben. Der schwere Stein aber ist zur Seite gewälzt, die Gruft leer. Und ein Engel verkündet ihnen, Jesus sei auferstanden. So steht es in drei Evangelien. Nur Johannes erzählt, Jesus selbst sei Maria Magdalena am Grab erschienen. Doch erst als er sie anspricht, erkennt sie in ihm den Herrn. Kurz danach begegnet er zwei Jüngern auf dem Weg nach Emmaus. Später sitzt er mit ihnen am Tisch und bricht das Brot. Da merken sie, wer er ist. Der Gemeinschaft der Zwölf zeigt er sich, als sie hinter verschlossenen Türen zusammensitzen. Seht meine Hände und Füße, sagt er, fasst mich an. Kein Geist hat Fleisch und Knochen. So lässt sich selbst der ungläubige Thomas überzeugen. Die wundersamen Ereignisse, Fiktion oder Fakten? Dem Glauben nach ist Jesus auferstanden. Die historischen Tatsachen sind weniger eindeutig. Noch immer existiert kein verlässlicher Lebenslauf des Galiläers, der mit seinem Tod die Welt veränderte. Einig sind sich die Experten nur über die einzigartige Wirkung seiner Lehre. Den Grundstein dafür legen seine Anhänger. Er selbst hinterlässt kein einziges schriftliches Zeugnis. Auch weiß niemand, wie der Heilsbringer aussah, so schuf sich jede Epoche ihr eigenes Bild. Die wenigen sachdienlichen Informationen gründen weitgehend auf Vermutungen. Daher bleibt der Steckbrief vage. Name: Jesus. Geburtsjahr: 4 vor unserer Zeit. Geburtsort: Bethlehem oder Nazareth. Beruf: Zimmermann oder Wanderprediger. Gekreuzigt am 7. April 30. Seine Heimat war Galiläa, im Norden von Palästina. Im ersten Jahrhundert litt das Land unter der Besatzung der römischen Weltmacht, die damals den ganzen Mittelmeerraum beherrschte. Der Aktionsradius des erwachsenen Jesus ist der Bibel zufolge schnell abgesteckt. Er umfasst ein kleines Areal am See Genezareth, nach der Hauptstadt Galiläas auch See Tiberias genannt. An seinen Ufern predigte der Erlöser und vollbrachte Wundertaten. Im Fischerdorf Kapernaum, in Bethsaida, Chorasim, Kana und Magdala. In einem Umkreis von nicht mehr als rund 60 Kilometern. Eine ländliche Region, fernab der politischen und kulturellen Zentren. Bewohnt von Tagelöhnern, Handwerkern, Hirten und vor allem Bauern. Mühsam bewirtschafteten sie den Boden, der kaum mehr als zum Leben notwendig hergab. Die Mission Jesu begann also bei der armen Landbevölkerung. Die Geschichte seiner Geburt kennt die ganze Welt. Lukas schreibt, Kaiser Augustus habe wegen einer Volkszählung jeden in seine Heimatstadt beordert. Deshalb zogen Josef und die schwangere Maria von ihrem Wohnort Nazareth nach Bethlehem. Da sie in dem überfüllten Ort keine Herberge fanden, suchten sie Schutz in einem Stall. Dort gebar Maria ihren ersten Sohn. Die Niederkunft einer Jungfrau, für die Menschen damals ein gängiges Motiv, Symbol für die göttliche Herkunft des Kindes. Auch Gautama Buddha, Alexander der Große, der Friedenskaiser Augustus und andere herausragende Persönlichkeiten hatten dem Glauben nach überirdische Väter. An der jungfräulichen Geburt des Jesuskindes jedoch kamen bereits in der Antike Zweifel auf. Die philosophischen Streiter gegen das Christentum
etwa Celsus, 2. Jahrhundert, hat behauptet, Jesus sei ein uneheliches Kind, der Vater sei ein syrischer Söldner gewesen. Genau der gleiche Vorwurf ist im Talmud, da heißt er also auch Benstada, Pantera. Also der Name, der in diesem Zusammenhang fällt, ist Pantera. Pantera hat gelebt, so viel steht fest. Seinen Grabstein haben Archäologen in Bingerbrück bei Mainz auf einem Soldatenfriedhof gefunden. Er stammt aus dem 1. Jahrhundert. Wie man das kombiniert, das ist natürlich eine Sache der Fantasie. Also ein Historiker könnte sagen, ja, vielleicht haben wir hier eine Spur des Vaters von Jesus, wenn wir annehmen, dass er einen menschlichen, natürlichen Vater hatte. Dass Pantera, der 40 Jahre in der römischen Armee diente, tatsächlich der Vater von Jesus ist, halten die meisten Forscher für antichristliche Polemik. Behauptungen wie diese tauchen immer wieder auf, weil es den Evangelisten nicht auf historische Genauigkeit ankam. So wählen sie Bethlehem, die Heimat von König David, zum Geburtsort Jesu. Denn die Propheten des Alten Testaments haben vorhergesagt, dort werde der Erlöser geboren. Davon abhängig der zeitliche Rahmen, nämlich das Jahr 0. Berechnungen schieben das Ereignis allerdings auf das Jahr 4 vor der Zeitenwende. Auch die Legende vom strahlenden Stern, der den drei Weisen aus dem Morgenland den Weg zum Kind im Stall wies, hält einer näheren Prüfung nicht stand. Astrophysiker identifizieren das biblische Himmelszeichen als Naturphänomen aus dem Jahr 7 vor Christus, und zwar als Conjunctio Magna, eine spektakuläre Konstellation im Sternbild der Fische, die sich nur alle 794 Jahre wiederholt. Kosmische Zeichen begleiteten schon immer die Geburt außergewöhnlicher Menschen. Überirdisches Licht hüllte Buddha ein, bei Alexander dem Großen fiel Feuer vom Himmel. Die göttliche Abstammung großer Helden provoziert nicht selten eine Bedrohung ihres Lebens. Die mehr jedoch, dass König Herodes den kleinen Jesus töten wollte, ist wissenschaftlich widerlegt. Einen organisierten Kindermord gab es nicht. Dafür liefert er den handfesten Grund für die Flucht nach Ägypten und folgt somit den Weissagungen im Alten Testament. Als Botschaft Gottes steht dort: Aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Für die Kopten, die ägyptischen Christen, besteht kein Zweifel, dass die heilige Familie im Land am Nil Schutz suchte. In Ma'adi, einem Vorort von Kairo, rasteten die drei. Wo heute eine Kirche steht, fanden sie Unterschlupf. Später fuhren sie mit dem Boot weiter flussaufwärts. Die Vorstellung der Kopten gründet auf der Mission von Markus, der im Jahr 62 die Lehre Jesu in Ägypten verkündete. Schon auf jener Reise soll der Knabe magische Kräfte bewiesen haben. Er hielt wilde Tiere in Schach und stürzte die heidnischen Götter von den Sockeln. Die Höhlen von der Dronka bei Asyut boten Maria, Josef und dem Kind für mehrere Jahre ein sicheres Versteck. Noch heute ehrt die christliche Gemeinde den Ort ihres Aufenthalts, an dem sich immer wieder Wunder ereignen. Über die Details der ägyptischen Reise schreiben die Evangelisten nichts. Die einzigen Nachrichten aus der Kindheit Jesu stammen aus der Feder von Lukas. Als der Knabe 12 Jahre alt war, verloren ihn seine Eltern bei einem Besuch in Jerusalem in der Menge. Nach 3 Tagen entdeckten sie ihn im Tempel mitten unter den Gelehrten. Und alle, die ihm zuhörten, verwunderten sich seines Verstandes und seiner Antworten. Ein denkwürdiger Auftritt. Danach verliert sich seine biblische Spur. Wo aber hielt er sich bis zu seinem 32. Lebensjahr auf? Und was tat er in der langen Zeit? Es gibt keinen, der wie im Fall Sokrates sagt, ich habe den großen Mann getroffen, er hat mich beeindruckt und er sprach das und das. Wir haben nur die Berichte aus zweiter und dritter Hand. Davon bin ich überzeugt, dass Jesus eine historische Persönlichkeit ist, genauso historisch wie Kaiser Augustus oder Kaiser Nero.
besonders gut bezeugt ist, gerade über die römischen Historiker, dass er gekreuzigt worden ist in Palästina unter dem Statthalter Pontius Pilatus. Tatsächlich vermerkt Tacitus in seiner Biografie über Kaiser Nero aus dem 2. Jahrhundert, Christus sei unter der Herrschaft des Tiberius hingerichtet worden. Auch der Historiker Sueton erwähnt Christus. Mehr Gewicht gewinnt die Bemerkung von Flavius Josephus. Der jüdische Geschichtsschreiber berichtet von der Steinigung des Jakobus. Er stellt ihn vor als Bruder von Jesus, der Christus genannt wird. Doch keiner der Autoren lüftet das Geheimnis um die 20 unbekannten Jahre im Leben des Galiläers. Womöglich schloss er sich einer der vielen religiösen Gruppierungen an. Vielleicht hielt er sich bei den frommen Essenern in der Wüste auf. Oder verließ er sogar das Land? Celsus ist davon überzeugt. Um 160 notiert der Philosoph, Jesus habe seine magischen Künste in Ägypten gelernt. Das Reich der Pharaonen galt seit alters her als Land der Wunder und der Zauberei. Seine Magier erreichten hohe Berühmtheit. Heilungen und Verwandlungen zählten dabei zu den einfachsten Übungen. Die wahren Meister der Zunft konnten selbst Tote zu neuem Leben erwecken, schwärmt der römische Schriftsteller Apuleius. Fähigkeiten, die auch Jesus besaß. Ob er sie eigens erlernen musste, bleibt ein Rätsel. Weniger spektakulär klingt die These, er habe die 2 Jahrzehnte ausschließlich in Palästina verbracht, unauffällig im Kreis der Familie und der Freunde. Demnach übernahm Jesus in Nazareth von seinem Vater Josef das Handwerk des Zimmermanns. Der griechische Begriff Tekton aus der Bibel bezeichnet einen Bauhandwerker, der in der Stein- und Holzverarbeitung tätig ist. Zunächst also ein ganz normaler Junge mit dem Allerweltsnamen Jesus, Gott hilft. Er hatte Brüder und Schwestern, sprach wie alle anderen Aramäisch mit galiläischem Dialekt und gehörte zur Mehrheit der einfachen Leute. Archäologen, die am See Genezareth die Ruinen von Tiberias freilegen, rechnen nicht damit, greifbare Beweise für die Existenz des Religionsstifters zu sichern. Individuelle Spuren wie Inschriften hinterließen nur gekrönte Häupter oder einflussreiche Bürger. Vor kurzem brachten die Ausgräber ein Kleinod aus der Zeit Jesu ans Tageslicht. Für den Projektleiter Jitzer Hirschfeld ein Meilenstein in seiner Karriere. Die Entdeckung, die wir letzte Woche gemacht haben, ist wirklich aufregend. Ein Stück Marmor, das im 1. Jahrhundert importiert wurde. Es muss zum Palast von Herodes Antipas gehören. Von Flavius Josephus und aus dem Neuen Testament wissen wir, dass Herodes Antipas Tiberias etwa im Jahr 20 erbaut hat, genau in der Zeit von Jesus. Kurios die Vorstellung, der 24-jährige Mann könnte auf der Großbaustelle gearbeitet haben, sozusagen als Angestellter von Herodes.